Das war auch schon das sehr eingestaubte, zugegebenermaßen eingestaubte Intro zu Dungeon Keeper. Ja, das neue Projekt bei mir auf dem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. War ein ziemlicher Eck, das zum Laufen zu kriegen. Ich hoffe, das läuft jetzt auch ohne Probleme. Soundeinstellungen und so habe ich schon gemacht. Ich glaube aber irgendwie, dass der den nicht wirklich übernehmen wird. Aber mal hoffen. Ja, was gibt's großartig zu sagen? Spiel von 1997, also dann doch schon ein paar Jährchen alt, noch eines der ersten oder eines der frühen Werke von Peter Molyneux. Ein Spiel aus meiner Kindheit, was ich sehr gerne gespielt habe, sehr viel gespielt habe. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der Originalkampagne los. Erstmal das Tutorial ist ein bisschen Gequatsche, würde er jetzt hier so machen, aber interessiert uns eigentlich erstmal nicht. So, das Wichtigste für einen Dungeon Keeper ist die Möglichkeit, Gold zu lagern. Das zeige ich euch auch gleich. Großartig was erklären brauche ich nicht. Wir haben hier schon einen Raum vorbereitet. Hier bauen wir kurz unseren Goldraum hin und werden dann hier den nächsten Raum ausbauen. So, ich bin mal gespannt, ob ich das richtig hinkriege mit der Darstellung auf YouTube. Das ist auch noch eine kleine Herausforderung. Worum geht es in Dungeon Keeper? Dungeon Keeper ist ein Strategiespiel. Und zwar müssen wir unser Dungeon-Herz verteidigen und müssen böse Buben, nee, eigentlich guten Buben den Chaos machen, denn wir sind eigentlich hier die Bösen. Getreu dem Motto, ich glaube, hier gab es sogar das Motto, es ist gut, böse zu sein. Oder so in der Richtung. Und davon gab es einen Nachfolger, der leider nicht so erfolgreich war, weil zu dem Zeitpunkt gerade PlayStation 2 und so weiter rauskam, obwohl es auch ein großartiges Spiel war. Und ja, danach hat EA das Projekt eingestellt, das Studio geschlossen. Was aus Peter Molyneux geworden ist, das wissen ja wahrscheinlich viele von euch. Ja, der hat dann die Lionhead Studios gegründet. Bisschen schade, dass die Serie dadurch nicht weiterverfolgt wurde. Ich glaube, jetzt hat EA irgendwie so ein blödes MMO daraus gemacht. Und ja, für mich immer noch eines der coolsten Strategiespiele, die jemals irgendwie veröffentlicht wurden. Ich habe das so lange gespielt und ich bin so glücklich, dass ich da auch eine Version gefunden habe, dass man das wieder spielen kann. Ich habe es jetzt über die Weihnachtstage, übrigens, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, über die Weihnachtstage habe ich selbst immer mal so ein bisschen bei meiner Freundin gespielt, weil es auf dem Laptop gespielt werden konnte. Und ja, im Endeffekt geht es wirklich darum, sich hier so einen Dungeon zu bauen, also sich kleine Höhlen auszuheben und dort Räume hineinzubauen. Gerade haben wir das mit der Schatzkammer gemacht und jetzt brauchen wir einen Schlafsaal, ein sogenanntes Versteck, wo sich dann die Kreaturen, die durch das Portal angelockt werden, niederlassen können. Und zwar hier. Das ist der Eingang, das Portal. Es gibt eine ganze Menge Kreaturen, also über Fliegen, Spinnen und Käfern, also das normale Insektengetier. Oder Arachnophobengetier. Gibt es auch noch irgendwelche Drachen oder Drachenechsen. Es gibt sogenannte Teufler, Balldemons. Das sind so eine dicken Dinger, die rumpupsen und Gaskugeln verschießen. Es gibt, ich glaube auf Deutsch heißen sie Zauberer. Auf Englisch sind es Warlocks. Ja, also Zauberer gibt das auch. So, ein Käfer ist in unser Dungeon gekommen. Und wir müssen für jede Kreatur, die in unsere Höhle kommt, also jede Kreatur hat auch andere Bedürfnisse, beispielsweise kriegt man solche, wie heißen sie denn? Diese Drachenwelpen oder keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen, Drachenechsen oder so. Die gibt es nur, oder die kommen nur in einen Dungeon, wenn man einen Trainingsraum hat. Den gibt es jetzt noch nicht, den schalten wir später frei, aber ja, das ist das ganz Interessante, dass man sich so den Dungeon aufbaut, je nachdem, was für Kreaturen man auch anlocken möchte. Jetzt haben wir gerade vom Tutorial die Aufgabe bekommen, dass wir eine Hühnerfarm bauen sollen, um unsere Kreaturen dann auch verpflegen zu können. Denn Kreaturen haben auch Hunger, sie wollen erstmal unterhalten werden, sie wollen essen, sie wollen schlafen und sie wollen auch lohnen. Also wir müssen auch immer gucken, dass unsere Schatzkammer gut gefüllt ist. Sehr interessant. Ich werde vermutlich auch noch den zweiten Teil davon spielen. Also auch als Projekt aufnehmen, einfach weil ich diese Art von Spieler auch ziemlich cool finde, eventuell sogar noch Startopia, was mal ein Ableger war, beziehungsweise sich an Dungeon Keeper sehr stark orientiert hat. Das kennen auch die wenigsten, obwohl es auch ein großartiges Spiel war, es hatte glaube ich auch einen sehr sehr hohen 80er Metascore, wurde aber auch nicht so gut verkauft leider. Das war alles dummerweise zu dem Zeitpunkt, wo Strategiespiele immer weniger Beachtung gefunden haben. Also es war auch zu dem Zeitpunkt, wo die Command & Conquer Reihe ein bisschen schwächer wurde. Ich glaube,
Also mit Dungeon Keeper 2 und Startopia, das war so Anfang der 2000, also der Jahrhundertwende, 2000 rum. Und ja, so, da haben wir schon Eindringlinge kommen hier irgendwo. Ach, da hinten. Die kloppeln sich hier rum. Die Karte können wir uns ja auch angucken. Aber dann haben wir hier wieder die orthogonale, beziehungsweise die Draufsicht. Aber ist gar nicht so schlimm, hier hat man zumindest eine etwas bessere Übersicht. Ich mag aber ganz gerne wieder diese Ansicht haben. Oh. Nein, ich weiß gar nicht, wie wir drehen. Achso, es sind die Mauern, können wir auch runter machen, dann haben wir einen besseren Überblick. Ja, die kommen hier jetzt wahrscheinlich gleich irgendwo durch. Normalerweise können sie verstärkte Wände gar nicht zerstören. Unsere Kreaturen können wir auch aufnehmen und sie dann ihnen quasi auf den Kopf fallen lassen. Also, damit wir diesen blöden Zwerg hier umhauen. Das Spiel ist übrigens eine Mischung aus 2D und 3D. Also, es werdet ihr vielleicht, oder der ein oder andere wird es vielleicht schon bemerkt haben. Und zwar sind diese ganzen Wände und diese Säulen, die ihr hier seht, das ist ganz eindeutig 3D. Ja? Die kleinen Kreaturen, die hier rumlaufen, das sind aber alles noch 2D-Sprites. Also 2D-Grafiken auf 3D-Hintergrund. Das ist also eine Mischung. Kommen nochmal ein paar. Oh, die haben schon mehr drauf. Guck mal, die eine Fliege ist schon bald tot. Ist egal, wenn die stirbt. Die ist mir sowieso nicht wichtig. Zack. Da kommt schon wieder einer. Holen wir nochmal unsere Käfer hier. Zack. Oh, die Spinne ist tatsächlich gestorben. Naja, nicht so wichtig. Ja, und das passiert hier auf jeden Fall. Ist es das meiste, was hier passiert? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich drehen kann. Ah, doch. Yay, ich hab's geschafft. Ich kann drehen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie man zurückdreht, aber... Oh, wir können sogar rauszoomen. Wie geil. Oh, ist schon viel besser. So sieht's viel besser aus. Viel bessere Übersicht. Ich habe das die Tage auf dem Mac gespielt bei meiner Freundin. Die DOSBox-Version, die englische, die ich mir gekauft habe bei GOG.com. War eigentlich gar nicht so nötig, aber... da wusste ich nicht, was ich drücken muss, damit ich rauszoomen konnte. So, das hier ist übrigens ein sogenannter Held, Champion, was auch immer. Ein Ritter. Ich mache mal die Soundeffekte ein bisschen lauter. Die Musik ein bisschen leiser. Ja, und da wusste ich das nicht. Wunderbar, wir haben es geschafft. Das Königreich haben wir erobert. Das bedeutet, wir können jetzt ins nächste Reich gehen. Das hier war ja im Endeffekt nur das Tutorial. Bin ich ehrlich gesagt glücklich drüber, weil das finde ich auch ein bisschen langweilig. Wir bekommen nach jedem Level immer eine Punktzahl. Wir schreiben unseren Namen auf. Wir sehen, die Karte hat sich verändert. Das ist auch noch Tutorial, oder? Bäh, na gut. Machen wir noch das zweite Tutorial. Ich glaube, da geht es dann um Erforschen oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Und wir zoomen wieder raus. Denn das ist schön. Bauen hier eine kleine Schatzkammer. Ups. Und zwar würde ich sagen, so ein bisschen länglich. Eigentlich können wir die ein bisschen größer bauen. Dann können wir hier gleich... Ach, Wurst. War jetzt fehl... gedacht. Also eigentlich hätte ich da was anderes hinbauen wollen, aber es macht nichts. Nämlich die Schatzkammer wollte ich hier hinbauen. Hier haben wir nämlich das meiste Gold eigentlich. So eine leicht längliche, das passt. Die ist nämlich auch nicht so teuer. Und hier kommt dann... Müssen wir gerade ordnen, wo wir was hinbauen. Ich würde sagen, hier kommt unser Schlafplatz hin. Das passt. Direkt am... Portal. Hier kommt unsere Hühnerfarm hin. Und falls wir dann noch einen Raum für die Hühnerfarm ausheben müssen, das erkläre ich euch später noch. Ich habe das ja wirklich viel gespielt. Und vielleicht interessiert sich der ein oder andere auch für das Spiel oder hat das auch gespielt, hat das noch irgendwo rumliegen und will per KeeperFX oder GOG.com sich dann eine Version davon ziehen und auch ein bisschen spielen. Dann könnt ihr euch ein paar Tricks vielleicht abgucken, die ihr nicht so wisst. Und die zeige ich euch dann noch im Verlauf des Spiels. Unter anderem auch einige Secrets. Ja, das Versteck kommt hier hin. Es kommt direkt ans Portal. So, lassen wir uns nicht lumpen. Ein schön großes Versteck, damit unsere Kreaturen auch Platz haben. Im späteren Spiel wird sowas auch noch zu klein sein. Oh, wir haben kein Gold mehr.
Ist aber doof. Wo kommt denn sowas hin, wenn man keinen Schatzraum hat? Das wäre mal interessant zu wissen. Rein theoretisch? Haha, nee, oder? Das ist natürlich dumm. Das ist echt doof. Scheiße, wir haben das Spiel ausgetrickst. Müssen wir nochmal neu starten. Sowas Blödes. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Gut. Wir zoomen wieder raus. Dann bauen wir jetzt hier zuerst eine Goldkammer hin. Jetzt ist noch nicht so wichtig, dass die Räume gut verteilt sind, denke ich. So. Das ist ein bisschen zu viel. So, 4, 5. Ideale Raumgröße ist meiner Ansicht nach 5x5. So, ich baue die Schatzkammer jetzt aber noch hier hin. Macht mal hinne hier. Da würde ich die hinhaben. So. Das Gold liegt da sowieso jetzt nur brach. Von daher macht das überhaupt keinen Sinn, das jetzt abzubauen. Komm mal her. Schatzkammer bitte. Die ganzen Tipps immer hier. So. Okay, müssen wir uns merken. Das habe ich auch noch gar nicht so feststellen können. Dass man auf jeden Fall eine Schatzkammer als erstes bauen muss. Ansonsten gäbe es da Probleme. So. Hier kommt dann unser Schlafgemach hin. So, wunderbar. Das hier packen wir mal in die Schatzkammer, was sie hier bisher abgebaut haben. So, ja, wir können auch Gold aufheben. Wir können unsere Imps auch schlagen, damit sie schneller arbeiten. Wir können auch Viecher totkloppen. Das geht auch. So. Zack. Perfekt. Können wir hier schon mal ein bisschen was abbauen. Und das Zeug hier eigentlich auch, weil das brauchen wir da nicht wirklich rumfliegen lassen. Zaubern wir uns noch ein paar Imps. Passt das auch. So, und dann ist das Schlafgemach an der Reihe, also das Versteck für unsere Kreaturen. Nochmal hier so einen Raum ausheben. Perfekt. Ja, Dungeon Keeper 2 war dann komplett in 3D, wenn ich mich recht entsinne. Was heißt entsinnen? Eigentlich weiß ich sogar. Hihi. Ja, ja, wenn die schon reinkommt. Man könnte meinen, die Fliegen haben echt nichts anderes zu tun, als sofort in den Dungeon zu kommen. Später werfe ich die Viecher immer raus. Die sind voll unnütz. Oder ich lasse sie irgendwo rumfliegen, damit sie die Welt erkunden und dann sterben. Weil die sind mir so egal, die Dinger. Vor allem bekriegen die sich auch mal mit den Spinnen. Gut, davon abgesehen, dass Spinnen sowieso auch scheiß Kreaturen sind und mir voll unwichtig und voll ekelhaft und egal. Ja.